So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir stehen eigentlich immer noch hier, wo wir Kapitel 3 beendet haben. Wir machen kurz die Ansage für Kapitel 4. Ich sehe, der Raid ist um. Ne? Was gibt's Neues hier? Wieso heißt das plötzlich eine geheimnisvolle Energie? Ich dachte, die Spezialforschung hat einen Titel, der sich durch alle 6 Kapitel zieht. Jetzt steht da eine geheimnisvolle Energie. Hieß das nicht ein großer Triumph oder sowas? Ne, ein siegreicher Triumph? Irgendwas mit Triumph war auf jeden Fall. Weiß ich jetzt gar nicht. War das im Kapitel 3 auch schon so? War das im 2? Stand da jedes Mal jetzt was anderes? Ich hab's jetzt erst gemerkt. Gewinne 3 Arena-Kämpfe, besiege 3 Team Go Rocket Rüpel, gewinne 3 Raids. Den letzten Raid werden wir mit einbinden. Die 3 Rüpel mache ich so, zeige ich euch. Und die 3 Trainerkämpfe muss man nicht zeigen, oder? Wenn nicht, mache ich das, wenn ich eh Arenen mache. Egal. So, ich habe mich jetzt anders entschieden. Ich habe gesehen, ich muss ja mit dem Garados auch noch kämpfen. Eine Aufgabe ist ja hier Arena-Kämpfe, Rocket Rüpel. Das heißt, ich werde jetzt auf dem Weg zum Rocket Rüpel einmal die Arena bekämpfen mit dem Garados, dann zum Rüpel, dann wieder hoch, nochmal die Arena bekämpfen, immer nur einmal, dann den nächsten Rüpel, dann wieder zur Arena, dann müsste die weiß sein, wenn die nicht vorher jemand anderes raushaut, dann den dritten Rüpel und dann klingt ein bisschen komisch, ist bestimmt auch sinnlos, aber machen wir jetzt einfach so. Ist ein Metagross drin, das wird ja von Kampf zu Kampf dann leichter. Einmal draufhauen, wunderbar. Jetzt schneide ich ganz schnell zusammen. Das kriegt ihr gar nicht mit. Ihr denkt dann, ich habe mich gar nicht bewegt. So, wir sind jetzt hier angekommen an der Farbpalette, an der Hausfassade. Das ist halt mitten an der Hauptstraße. Der Beutel ist auch voll, egal. Wir drücken mal durch. Unsichtbare Kräfte. Psycho, das heißt, ich nehme einfach ein Despota. Drei Despota. Was nehmt ihr immer, wenn ihr einen Psycho-Rüpel habt, den ihr übrigens auch für die Psycho-Aufgabe hättet machen können? Oder den Feuerrübel für die Feueraufgabe. Ich bin immer schon froh, wenn ich sehe, dass vorne kein Wohin genau drin ist. Denn Wohin genau, das macht nicht nur unglaublich viel Schaden, das hält auch unglaublich viel aus. Ich freue mich immer, ach Psycho, nehme ich Despota und dann steht das Despota da und wird einfach vom Wohin genau fertig gemacht. Warum das so ist, keine Ahnung. Das erklärt ihr mir bestimmt wieder. Ich bin ja nur der Knöpfchendrücker hier. So, den haben wir auch gleich weg, dann können wir schon unsere Attacke wieder aufladen. Müssen, wie gesagt, dann zurück zum Metagross, zur roten Arena. Wieder mit dem Garados draufhauen, dann den nächsten Rüpel, wieder zum Metagross in der Arena. Wenn man keine Ziele hat, dann setzt man sich eben welche. Wir hätten alle 3 Kämpfe mit einmal machen können, aber ich habe auch überall, wo ich langlaufe, erscheinen immer zu die Rocket Bosse. Weil ich ja den Radar voll habe. Ich möchte aber keinen Rocket Boss machen. Ich möchte einfach, ja, ein Rüpel, ne? Heißt ja Rüpel, ne? Nicht Rocket Boss. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Ihr haut das immer gleich alles raus, ich nicht. Es ist ein Traumato. Fangen wir das jetzt und melden uns. Ja, wir fangen es einfach jetzt. Sonst wisst ihr wieder nicht, wie die Bewertung ist. Beziehungsweise hätte ich auch alle 3 bewerten können, bevor ich das Kapitel abschließe. Das vergesse ich dann eh wieder. Wir fangen es jetzt, wir bewerten es jetzt, wir ziehen weiter. Und es ist ein, wird ein, es wird zu einem und es ist schlecht. So, wir sehen wieder die rote Arena, aber wir sehen noch was anderes. Hier unten ist nämlich wieder ein Rocket Stop. Das heißt, wir laufen jetzt gleich hier links runter durch die Gasse zum Rocket Stop. Aber greifen natürlich wieder das Metagross an, suchen wieder unser Garados raus. Wunderbar. Das dürfte dann der zweite sein. Komischerweise sehe ich gerade gar keine anderen Rüpel auf der Karte außer den einen. Das heißt, als drittes könnten wir doch einen Rocket Boss machen. Ja? So richtig so zum großen Finale, zum Abschied gibt es halt doch einen Rocket Boss. Vielleicht gibt es ja das erste Krypto-Shiny.
Wenn ich keine Rocketbusse mache, kann ich auch keine haben. Ganz klar. Wir haben die 2 und ist schon wieder Sierra. Das meine ich ja. Überall, wo man hinläuft. Aber theoretisch können wir gleich hier drin bleiben, denn der Beutel ist immer noch voll. Wir haben einen Kampf. Ich stelle euch einfach mal kurz hier ab. So, dann nehmen wir den nämlich gleich mit. Kampf heißt für mich, diesmal nehme ich Psycho. Das heißt, ich würde die Mewtwo einfach reinhauen, würde gucken, dass sie effektiv sind, dass sie schnell hier Schaden machen, dass wir schnell wieder hier wegkommen. Vorhin trotzdem irgendwo da oben kam ein Mann raus aus dem Katasteramt und hat gesagt, warum filmen Sie denn mein Gebäude? Ich habe gesagt, ich habe doch nicht Ihr Gebäude gefilmt. Die Kamera hat doch auf mich gezeigt. Das Gebäude war doch auf der anderen Seite. Wie soll ich denn? Ich habe doch nicht so die Kamera gehabt und auf das... Aber manchmal muss man den Leuten halt erklären, wie eine Kamera überhaupt funktioniert. Ne? Das ist wie, wenn jetzt einer rauskommt und sagt, warum stellst du dein Ding da ab? Das ist berechtigt. Aber zu fragen, warum ich das Gebäude filme, jetzt in dem Moment, wo es gerade draufsteht, das ist Quatsch, weil das sieht man ja nicht. Das sieht man ja nicht, weil es ja da draufsteht, aber irgendwie checkt das keiner. Jetzt habe ich zu laut geredet, jetzt haben sie hier schon das Fenster zugemacht, das tut mir leid, ich bin ja sofort wieder weg. Ist auch die Mittagszeit, 12.17 Uhr. Im Endeffekt ist es noch Ruhestörung. Wir drücken fix wieder durch. 1065, das ist nix. Ihr seid schon bei 4000. Nehmen ein Krypto-Nokchan mit. So. Theoretisch können wir schon wieder Richtung Garadas laufen. Also hin und her und hin und her, wenn das nicht drin bleibt. Wir fangen es jetzt einfach im Laufen, da sparen wir uns die Überblendung. Wir versuchen dann den letzten Kampf mit Garados an der Arena zu machen. Jetzt hätte ich fast geworfen. Bisschen Geduld, Ramses. Zur Not nimmst du halt eine Beere. Die haben sowieso immer alle einen knüppelroten Kreis. Trotzdem ist es jetzt drin. Das heißt, wir bewerten kurz. Haben ein schlechtes, wie immer. Und müssten eigentlich jetzt gleich die Arena zu fangen bekommen. Zur Not muss ich halt den. Zur Not mache ich Sierra. Ist Sierra nicht sowieso heftig und keiner kann Sierra besiegen. Wäre es cool, mal noch so einen Guide zu machen. Stell dich mal fixiert drauf. So. Holen nochmal das Garados rein. Das ist ja noch fast voll. Machen wir jetzt den letzten Kampf gegen die Knallmaus. Wer auch immer die Knallmaus ist. Jetzt wird sie erstmal aus der Arena rausgeknallt. Knallmaus 666, okay. Was würdet ihr machen? Euch in die Arena reinsetzen, die Arena weiß lassen. Also ich möchte die ja nicht unbedingt besetzen. Habe ich schon auf Gold, brauche ich nicht. Aber Arenen weißen und weiß lassen ist auch immer dumm. Wir setzen einfach was Kleines rein. So ein Knackrack oder so. Wie nehmen wir das Nokchan? Das Nokchan haben wir eben erst gefangen. Setzen wir es rein, das kann schnell wieder rausgehauen werden. Der Beutel ist immer noch voll. Jetzt bin ich beim Hefemarkt, beim Spielplatz. Da ist nämlich noch ein Rüpel aufgetaucht. Und sieht man hier, sieht aus wie ein Spielplatz. Genau, hier stehen auch so Tische. Da steht so ein komischer Bär, wo der Müll reinkommt. Ich habe euch jetzt mal hier auf den Tisch verfrachtet. Und hier möchte ich jetzt mal den Rüpel mit euch machen. Spielplatz, Wohngebiet, Hefemarkt, wunderbar, also Hefenmarkt. Das ist ein Unlicht, da müsste also das Gungapu rauskommen. Was habe ich gemacht bei Unlicht? 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 Was ist Unlicht? Ja, nehmen wir einfach Kampf, egal. Nehmen wir mal Machomai. 1, 2, 3, 3 Machomai reingebastelt. Das müsste dann aber auf jeden Fall der dritte sein. Normalerweise wollte ich den Sierra Stop erst mit reinnehmen, weil viele Leute ja Probleme haben bei Sierra, gerade wenn die damit Lapras angreift. Aber ich habe vorne halt das. Das ist nicht effektiv. Guckt nicht, was der Ramses macht. Macht's einfach besser.
ich habe vorne bei Sierra dann einfach das Melmetall reingebastelt mit Steinkante, mit Elektroschock, Donnerschock, irgendwas. Die Steinhagel haben die Schilde rausgelockt, sind auch nochmal aufs Lapras drauf. Das Lapras hat trotzdem das Melmetall besiegt. Dann hatte ich ein Kyokre, das hat einiges ausgehalten, hat das Tohaido noch geplättet und dann am Schluss hatte sie Hundemon. Da habe ich mit dem Kyokre auch das Hundemon noch platt gemacht, das war auch kein Problem. Mein Despotar kam gar nicht zum Einsatz, habe ich sonst aber immer mit rein. Mein normales Team ist ja trotzdem bei den Bossen eigentlich immer Regirock zum Schilde rauslocken und das erste Pokémon damit wegmachen. Plus dann eben Despotar mit Katapult Steinkante und Kyokre mit Surfer. Ich habe mittlerweile, also in letzter Zeit, kaum Rocket Stops gemacht, auch keine Bosse, auch jetzt. Es hat sich nicht gelohnt, den Boss zu machen. Ich bin auch nicht wirklich für Krypto-Shinies zum Sammeln. Ich habe genug Stress mit dem anderen Zeug. Deswegen, ich lasse den einfach raus. Wenn ihr gucken wollt, wie man Lapras besiegt und so, Schilling hat dazu ein Video gemacht. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie man Sierra besiegt. Könnt ihr ja alles finden. Jetzt konzentrieren wir uns hierauf, auf das Stinktier mit... Was? 213 hat es, glaube ich. Es blendet so, ich sehe einfach überhaupt gar nichts. 2, 3, 10 drin. Wunderbar. Dann fehlen nur noch 3 Raids. Da werde ich die Tage jetzt den ersten Raid davon, wird das Lavados sein, was ich mache. Der zweite Raid wird dann ein Raid sein, wo ich meinen Hundemon entwickle. Die kommen aber in einem extra Video. Und hier... Für dieses Kapitel werde ich den dritten Raid wieder hier machen mit euch. Da lade ich euch wieder ein, da schreibe ich wieder in Discord. Würde sagen, bis die Tage. Wir sehen uns in dem Video. Das seht ihr trotzdem gleich hier hinten dran. So, wir sind immer noch im Kapitel 4. Wir stehen jetzt am Raid. Wir gehen gleich rein. Keine Sorge, alles wird gut. Und ich habe Besuch bekommen. Völlig überraschend. Guckt euch den mal an. Moin, moin. Kennt ihr den noch, ne? Der Falco ist da und ich wusste von nichts. Aus meiner Sichtweise. Ich lag im Bett, es klingelt. Ich gehe an die Tür, halbnackt. Und dann kommt da der... ich dachte ja, ach Gott, der will den Strom ablesen. Keine Ahnung. Oder der will das Waschbecken reparieren. Hat ja wie immer seine Arbeitskluft an. Das ist keine Arbeitskluft, das ist eine Latzhose. Das ist eine Latzhose für die Biertrinker zum Feierabend. Und dann ist mir erstmal, ach so, ist ja der Falco, habe ich gedacht. Und der Falco gleich, ja, ich habe mich doch angekündigt für heute. Was ist denn los, schläfst du noch? Jetzt stehen wir hier, machen den Raid für das Kapitel. Dafür stelle ich euch natürlich mal wieder hier ab. Ne? So, jetzt können wir auch reingehen. Ich sehe schon wieder die Kommentare bei YouTube. Hä, du hast kein Leben, Junge, mit 6 Handys. So, mal gucken. Die Liste habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die Liste kann ich euch vielleicht gleich nochmal zeigen, wenn ich eingeladen habe. Vielleicht kriege ich es ja hin. Hier braucht man nämlich erstmal, jetzt kommt's, den Eiwaschaf und den Tobias Jan. Die anderen muss ich alle bei dem Kleinen machen hier. Bei Never Endings, Mewtwo Boy, Mr. Rockt, Nick Round, bei Hux, okay, dann haben wir hier noch den Kev und den, ja, wie heißen sie denn alle hier? Müssen wir wieder gucken. Die haben alle nur ein Ding hier, Ura 6000, den können wir auf jeden Fall mitnehmen und den Kev natürlich. Ich weiß gar nicht, der Benny wollte noch mitmachen, ob das überhaupt reicht. Von den Einladungen her, Kev, genau, auch eingeladen. Ja, die sind 15, 16 drin. Ja, die sind doch fit, das ist halt das Problem. Wir können ganz kurz nochmal hier beim Discord gucken. Mewtwo Boy, Kevin, bei Hux, bei Never Ends, Eiwaschaf, Mr. John, Mr. Rock, Urja, Nick Round, Tobias Jan, also ich glaube, ich habe gerade alle gesehen. Wenn nicht, könnt ihr euch ja immer noch in den Kommentaren beschweren, falls ihr nicht dabei wart. Lobby ist voll. Macht das einfach mal. Lobby ist voll, 20 Mal. Lobby ist voll, das ist aber schön. Hier, guckt euch mal das an, wie viele Handys der hat. Das sind ja 5, das ist ja fast süchtig, ne? Also 6. 6 ist übertrieben heftig, aber 5 ist vollkommen okay. Das haben wir mittlerweile gelernt. Ich stelle euch wieder hier ab. Noch 10 Sekunden. Ach, dieser blöde Lichteinfall da hinten. Ich muss mich mal vor die Sonne stellen.
Oder vielleicht sieht es ja auch gut aus. Wir lassen es einfach so. Lasst ein bisschen Sonne in euer Leben. Jetzt werden wir den erstmal durchmachen. Der Falco braucht eh noch Feuer-Pokémon, deswegen muss er jetzt 30 Lavados-Raids an einem Tag machen, damit er seine Aufgabe fertig hat. Na, wie viel hast du denn? Fünf. Fünf? Also muss er. Feuer-Pokémon bin ich gekommen. Da muss er nur noch 25 Lavados-Raids machen. Das ist ja dann noch leichter als 30 Stück an einem Tag. So, hier zeigt es mir nur 19 an in der Lobby. Entweder. Da ist einer nicht mitgekommen. Hat einer doch keinen Bock gehabt und gesagt, ach nö, das sind mir zu viele Leute, ich bin schüchtern, da gehe ich wieder raus. Oder ist halt aus dem Spiel geflogen. Wer von euch ist rausgeflogen, schreibt es mal in die Kommentare. Der kriegt da einen Trostpreis, einen Trostraid oder irgendwas. Der wird bei Raid am Mittwoch, also in der Raid... Hä? Spooky Swaggetti war drin, in der Lobby. Hab gerade gesehen, dass sie hier auf... Der hat sich gar nicht angekündigt, der hat sich einfach reingeschlichen. Der hat sich reingeschlichen. Jetzt wissen wir auch, wieso die Lobby voll war. Ja, ich sag einfach... ich habe nichts gemacht, fertig, so muss es sein. Was ist der 100er Wert? Shiny. Der 100er Wert ist shiny, genau. Hier ist auch eins, wunderbar. Nicht auf meinem Account, weiß ich nicht. Ein Shiny da? Ja. Ein Shiny, wunderbar. Hier 1914, 1935, 1953 ist also das Beste bis jetzt. 47 und 37, das Shiny, das Beste hier. Hier gibt es sogar auch ein Shiny. Echt? Aber was haben wir? 1916. 1965, 1910, 1950 und das hat 1922. Also, das ist schlecht. Den großen habt ihr schon gesehen, beziehungsweise... Bei Hasi auf dem Gelben ist das. Wir können ja das Shiny mal fix fangen. Hier, huch, einfach den Ball weggeschossen. Die zweite daneben. Hast du die Bäre drauf gehauen? Ja klar, die Bäre ist ein Muss. So, den großen habt ihr schon gesehen. 1980 ist ja, glaube ich, das 100er. Ich mag keine Vögel. Das werden wir dann wieder an der, bei der Rage-Stunde natürlich immer als Wert hinschreiben. Wir können das auch kurz bewerten, damit ihr das mal seht, wie schlecht das ist. Das Große müssen wir jetzt noch kurz fangen. Das aber über, in der Überblendung und dann hole ich noch die Belohnungen ab und dann melden wir uns zum Ende des Kapitel 4 noch mal kurz wieder. Das, du hast den Shiny gefangen, 91, ja? Ist das, das ist doch gut. 91? Ja, das kann sein, dass das gut ist, oder? Für ein Shiny ist das gut. So, Falco immer noch am Fang, ist ja klar, ne? Kein Wunder, wenn man mit 10 Handys spielt, dass man da immer eine Stunde steht. Ramses ist natürlich fertig, denn der hat dann Spezialtrick, wie er bei 6 Handys schneller fertig wird. Soll ich euch den verraten? Ich fliehe nämlich immer bei allen Accounts, fange nur auf dem großen und fange auf den kleinen Accounts einfach was Kleines für das tägliche Pokémon. Und dann war's das. Ist das schlau, ist das dumm? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir wollen jetzt auf jeden Fall den Rest vom Kapitel noch abholen. Eine geheimnisvolle Energie. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Name der Forschung sich geändert hat? Dass am Kapitel 1 und 2 hießen irgendwas mit Triumph? Der Geruch des Triumphs oder so? Und ab Kapitel 3 hieß es plötzlich eine geheimnisvolle Energie. Habe ich auch noch nicht erlebt. Okay, Falco voll konzentriert in seinem Element. Da können wir jetzt nicht stören, ne? Er ist immer noch am Tüdeln mit seiner Super Powerbank. Junge. Ja, du, da war Disconnect. Wir holen jetzt mal ab hier 1000 Erfahrungspunkte, ein Lokmodul, 1000 Sternenstaub, 3 Top-Tränke. 20 Victini-Bonbons und 3 Toppeleber. Was mich jetzt... Achso, er redet schon. Was mich jetzt interessieren würde, gab es im Kapitel 4 schon das Victini? Weil ich habe ja schon ein Victini, das heißt, ich würde ja kein Victini bekommen, sondern nur Bonbons. Jetzt gab es im Kapitel 4 Bonbons. Es gibt doch nicht erst Bonbons und dann später das Pokémon, oder? Das müsste ja heißen, dass es jetzt eigentlich im Kapitel 4 schon das Victini gegeben hat. Egal, schreibt es mal rein, wenn ihr noch keinen Victini hattet, ob ihr das im 4. bekommen habt. Ich melde mich zurück, Kapitel 5 und 6 mache ich glaube ich in einem, weil im 6. gibt es ja nur Belohnungen. Falco fängt noch, ganz konzentriert immer noch. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.